Guten Tag, Herr Seidendorf. Guten Tag, Herr Wittmann. Sie sind der stellvertretende Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Und Sie sind auch verantwortlich dort für die Europaabteilung und beschäftigen sich hauptsächlich mit deutsch-französischen Beziehungen und dem europäischen Integrationsprozess, aber auch internationale Beziehungen und der europäischen Integration im Sinne von der Außen- und Sicherheitspolitik Frankreichs und Deutschlands. Wir wollten uns in unserem letzten Gespräch im Frühjahr oder im März zu einem Update im Herbst treffen. Dazu gab es jetzt eine gute Gelegenheit, also Bienvenue dans mon Homeoffice. Nach dem Verlust der Regierungsmehrheit in der Nationalversammlung muss die Regierung und der Premierministerin Elisabeth Borne für jedes Vorhaben eine neue Mehrheit im Parlament suchen. Unter welchen Bedingungen oder ist das sehr schwierig für Sie? Das ist schwierig für Sie. Es ist was, was im politischen System der Fünften Republik Frankreichs nicht vorgesehen ist. Da sind immer sehr stabile und klare Mehrheiten eigentlich rausgekommen bei den Wahlen, entweder für den Präsidenten oder einige wenige Male auch gegen den Präsidenten, eine sogenannte Kohabitation, wo er dann mit einer Mehrheit aus dem anderen Lager regieren musste, aber die Mehrheiten waren immer klar. Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie in Großbritannien, wo ja auch ein ähnliches System mit Mehrheitswahl in den Wahlkreisen gilt, dass das System darauf ausgerichtet ist, Stabilität herzustellen und klare Mehrheiten. Nun hat es diesmal zum ersten Mal überhaupt seit 1958 nicht geklappt. Es gibt zwar die Mehrheit für Präsident Macron, aber es ist eben nur eine relative Mehrheit. Und deshalb muss er die fehlenden Stimmen für eine absolute Mehrheit zu jedem Gesetz, das er durchbringen will, beziehungsweise seine Premierministerin durchbringen möchte, finden unter den anderen Parlamentariern. Und dort bleibt ihm eigentlich nicht viel Spielraum, weil die beiden sehr aggressiven Oppositionsparteien auf der Linken ein Linksbündnis, ein populistisches Linksbündnis, die NUP, und auf der Rechten eben die alten Rechtsextremen, die sich ein bisschen gewandelt haben, aber trotzdem rechtsextrem immer noch sind, das Rassemblement National von Marine Le Pen stehen. Und diese beiden größten Oppositionsgruppen, die lassen sich auf überhaupt nichts ein. Macron versucht, mit den Republikanern, mit den bürgerlich-konservativen zusammenzuarbeiten. Das hat im Sommer auch schon zwei, dreimal ganz gut geklappt. Aber es ist eben nicht eine stabile Koalition oder sowas, sondern es muss wirklich jedes Mal Fall für Fall mühselig verhandelt werden. Also NUP und die Rechtsextremen könnten ja theoretisch zusammen die Regierung stürzen, wenn sie zusammenstimmen würden, nicht? Ja, in Frankreich, in der Fünften Republik, das wird ja immer als der rationalisierte Parlamentarismus bezeichnet, um solche Späße genau zu verhindern. Späße oder parlamentarische Manöver, die im Grunde nicht zu substanzieller Politik beitragen, aus Sicht der Verfassungsväter, aus Sicht von Michel Debré und General de Gaulle. Die Möglichkeit würde bestehen, dass die beiden sich zusammentun. Dann könnte die Premierministerin gestürzt werden. Das wäre aber noch nicht die Auflösung des Parlaments, sondern der Präsident kann dann einen neuen Premierminister einfach ernennen, der wiederum versuchen muss, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten. Und der Präsident kann jederzeit das Parlament auflösen. Das droht er jetzt auch an. Wenn das Parlament völlig aus dem Ruder läuft und im Grunde an einer konstruktiven Oppositionsarbeit nicht interessiert ist, dann könnte durchaus eine Auflösung im Raume stehen. Neuwahl. Wieso werden eigentlich Les Républicains, wieso stimmen die eigentlich nicht wirklich von vornherein oder lassen sich oder verbinden sich mit dem Lager von Macron? Also zunächst mal die lange Antwort: In diesem System der Fünften Republik sind Koalitionen wie bei uns nicht vorgesehen, sondern man ist entweder in einem Lager oder im anderen. Und die Parteien sprechen sich vor der Wahl schon ab. Sie machen im Grunde Übereinkünfte, wer in welchem Wahlkreis das rechte oder das linke Lager repräsentieren darf, um dort dann ihre Chancen auf die Wahl zu maximieren. Und da können im Vorfeld durchaus Absprachen bestehen, die aber bei weitem nicht so tragfähig und stabil sind wie eine Koalitionsvereinbarung bei uns, auch nicht so inhaltlich ausgearbeitet, wie das bei uns jetzt in den Koalitionsverträgen ist. Die kürzere Antwort: Die Republikaner, die haben im Moment kein wirkliches Interesse daran, weil sie gar nicht so genau wissen, wo sie eigentlich stehen. Die Partei ist durch Flügelkämpfe gelähmt. Eine Hälfte, eher die jüngeren Abgeordneten, stellen sich vor, man könnte vielleicht mit diesem Rassemblement National eine große rechtspopulistische Bewegung machen, so ähnlich wie in Italien, unter Führung der Republikaner natürlich, während die älteren, vielleicht ein bisschen erfahreneren
Kader darauf hinweisen, dass das noch jedes Mal schiefgegangen ist, wenn die bürgerlich-Konservativen versuchen, mit den Rechtsaußen zusammenzugehen. In dieser Situation hat Staatspräsident Macron einen Rat, den Conseil National de Refondation, mit der Abkürzung CNR, eingesetzt, um Vertreter der Parteien, der Sozialpartner, der Kommunalpolitiker, der Wirtschaft und der Verbände an einen Tisch zu setzen und um gemeinsame Vorstellungen auszuloten. Sie haben kürzlich ganz aktuell in der Reihe Aktuelle Frankreich-Analysen des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg einen Beitrag oder schon einen Beitrag über den Conseil National de la Refondation mit dem Untertitel Runder Tisch à la Française oder Ausdruck der politischen Spaltung verfasst. Den kann man auf unserem Blog auch als Link runterladen. So richtig rund ist dieser Tisch allerdings nicht. Hat dieser Rat eine Perspektive, wenn nur Renaissance, also früher En Marche, Horizon und Modem daran teilnehmen? Ich bin sehr skeptisch, was die Erfolgschancen betrifft. Vielleicht vorneweg darf ich die Gelegenheit nutzen, um eine kleine Werbeunterbrechung zu schalten. Wir sind die Ersten in Deutschland, die tatsächlich die Teilnehmer an diesem runden Tisch aufzählen und auflisten. Und die stehen damit auch auf ihrem Blog erstmalig in Deutschland, im deutschsprachigen Sprachraum, zur Verfügung. Also es lohnt sich, auch wenn man die Analyse überspringt, zumindest die Teilnehmer in dieser Frankreich-Analyse zu finden. Interessant, kurz zur Vorgeschichte dieses Conseil National de la Refondation. Macron hatte das nach der Präsidentschaftswahl vor der Parlamentswahl angekündigt und er ging wohl zu dieser Zeit noch davon aus, dass er eine absolute Mehrheit gewinnen würde. Sein Argument oder sein Gedanke dabei war, in der ersten Amtszeit, als er alle Hebel der Macht für sich in Anspruch nehmen konnte, die absolute Mehrheit, er war überzeugend in den Élysée gewählt gewesen, wurde ihm vorgeworfen, dass er zu autoritär, zu sehr von oben herab, zu vertikal regiert, durchregiert, sagen wir in Deutschland manchmal. Ja. Und gegen diesen Vorwurf wollte er sich vor den Parlamentswahlen im Grunde verwehren und sagen, ich habe jetzt verstanden, neue Methode, wir werden alle um diesen runden Tisch setzen und miteinander verhandeln, vor allem auch unter Einbeziehung der lokalen Gebietskörperschaften, also der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der Departements und der Regionen, die in Frankreich ja sehr wichtig sind, plus der Sozialpartner und eben versuchen, Reformen im Konsens zu entwickeln, die vor allem auch lokal dann verwurzelt sein können und funktionieren können. Er hat sich ein bisschen polemisch gewendet gegen die Reformen, die in den Ministerien in Paris ausgedacht werden. Wie gesagt, die Franzosen haben die Nase voll davon, dass von oben herab aus Pariser Amtsstuben reformiert wird von Menschen, die die Realitäten vor Ort nicht kennen. So, das war aber alles, und das ist wichtig, vor den Parlamentswahlen. Als er gedacht hat, er bekommt dann wieder eine absolute Mehrheit, die die Ergebnisse dieses runden Tisches je nachdem in Gesetzesform gießen und durchsetzen kann. Nun ist aber dieses Parlament so gewählt, wie wir es gerade besprochen haben, mit einer relativen Mehrheit für Macron. Er ist auf Unterstützung angewiesen. Das heißt, das Parlament hat auf einmal ungewöhnlich für Frankreich sehr viel Macht dazu gewonnen. Es muss wirklich in den Parlamentsausschüssen verhandelt werden. Es müssen Koppelgeschäfte gemacht werden, all das, was man in Frankreich als Kompromiss ansieht und ein bisschen despektierlich als Kompromiss ansieht. Das heißt, eigentlich bräuchte er diesen runden Tisch vielleicht gar nicht mehr unbedingt, zumindest nicht, um alle parlamentarischen Kräfte mit einzubeziehen. Die müssen jetzt sowieso mitmachen, wenn es zu Ergebnissen kommen soll. Was der runde Tisch leisten kann, dass tatsächlich die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften dabei sind und dass man versuchen kann, stärker auf die Realitäten vor Ort im ländlichen Frankreich einzugehen. Das ist die Chance, die noch bleibt. Es hat mit dieser Auftaktsitzung und was bisher bekannt ist, nicht so richtig gut funktioniert. Aber es gibt ja eine schwierige Situation, wenn dieser runde Tisch in irgendeiner Form, außerdem ist er eckig und 50 Leute sprechen, ich weiß gar nicht, wie lange das dauern soll, wenn jeder 3 Minuten spricht, dauert das ja schon 3 Stunden. Aber Kompromisse außerhalb der Nationalversammlung wird auch wahrscheinlich die Abgeordneten der beiden extremen Lager noch mehr aufbringen. Ja, genau das wird passieren. Von daher ist es ein bisschen eine Kopfgeburt gewesen oder auch eine Totgeburt. Die Möglichkeit, die vielleicht noch bleibt, die Macron auch angesprochen hat in seiner Auftaktrede, dass überhaupt mal ein möglichst weitgehender Konsens hergestellt wird über Reformbedarf und in welche Richtungen
die Reformen gehen müssten. Weil die Debatte in Frankreich, ähnlich wie bei uns, aber stärker noch bei uns, in den letzten Jahren doch sehr konfrontativ geworden ist. Wir haben ähnlich auch Phänomene wie bei uns, dass viel in Filterblasen, in sozialen Netzwerken diskutiert wird, wo man die eigene Meinung verstärkt und die andere eher herabwürdigt, gar nicht sich unbedingt mit Argumenten auseinandersetzt. Dazu kommt im französischen Fall dieses politische System, das eben auf zwei Lager, auf eine Konfrontation ausgerichtet ist. Das heißt, es besteht überhaupt kein Konsens darüber, kein Verständnis darüber, wo eigentlich Reformbedarf ist. Wenn wir das Beispiel Rentenreform Ja, nehmen, das wollte ich es gerade gibt die drauf einen kommen. Lager, die sagen, es bricht demnächst zusammen, das Rentensystem. Es gibt das andere Lager, die sagen, unsere Demografie ist so stark, wir könnten sogar noch früher in Rente gehen. Und es gibt zwei sogar angeblich neutrale Gremien, die die Regierung beraten und die die Öffentlichkeit informieren sollen, die unterschiedlicher Meinung sind. Das eine sagt, Renten müssen reformiert werden, die anderen sagen, es ist gar nicht so dringend, das zu reformieren. Ja, und wenn jetzt, man könnte jetzt ja sich vorstellen, dass dieser Rat, der einen Konsens und Kompromisse herbeiführen soll, sich auch mit der Rentenreform natürlich beschäftigt, weil da der Sprengstoff am größten ist. Aber genau die bleibt außen vor. Ja, weil das Ganze doch so sehr improvisiert wurde, dieser Rat, Reformrat, dass man wahrscheinlich auch bei den Teilnehmern selbst gar nicht so genau weiß, wie er eigentlich arbeiten soll. Eine Idee kann ja sein, runder Tisch, wir bringen die Sozialpartner an einen Tisch. Solche Formate hat man in Frankreich regelmäßig, wenn vermutet, wenn solche Formate hat man in Frankreich regelmäßig, wenn versucht wird, die Renten zu reformieren. Das ist auch jetzt wieder geplant. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, wir gehen tatsächlich partizipativ vor, indem wir durch los ausgewählte Zufallsbürgerinnen mit einbeziehen in so eine Diskussionsveranstaltung, um dann mit neuen Ideen eben in den Gesetzgebungsprozess zu gehen. Und man weiß im Moment nicht so richtig, was dieser Rat für die Neugründung eigentlich machen soll und wie er funktionieren soll. Es ist im Moment beides angelegt und für so ein sehr schwieriges und technisches Thema wie die Rentenreform, wo es um Beitragsdrittel, um Anzahl der Monate, um schwierige oder weniger schwierige Beschäftigungsverhältnisse und so weiter geht, ist es natürlich eigentlich schwer vorstellbar, dass man normale Zufallsbürger aus der Straße befragt und zu Antworten kommt, die der technischen Komplexität des Themas entsprechen würden. Von daher eignet sich dieses Thema vielleicht gar nicht für diesen Versuch eines runden Tisches. Ja, nun muss man natürlich fragen, welche Themen werden denn da überhaupt behandelt? Er hat auch hier improvisiert, er hat auch hier zunächst andere Themen vorgeschlagen. Am Anfang konnte man sich durchaus vorstellen, dass die Rentenreform Teil der Debatte wird. Jetzt ist er im Grunde sehr breit aufgestellt. Eines, das ist für ihn ein Gewinnerthema, Vollbeschäftigung. Also es geht nicht mehr um Arbeitslosigkeit bekämpfen. Wir erinnern uns bei früheren Ausgaben des Blogs oder so, die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich, die im Grunde über Jahrzehnte die Gesellschaft unterminiert hat, den Eintritt ins Berufsleben für die Jugendlichen so schwierig gemacht hat und die kein Präsident, weder Chirac noch Sarkozy noch Hollande, irgendwie in den Griff bekommen haben. Macron profitiert jetzt ein Stück weit von den unter Hollande begonnenen Reformen, also Hollande war schon auf der richtigen Richtung und es geht tatsächlich in Richtung Vollbeschäftigung in Frankreich und zum ersten Mal im Grunde seit Mitterrand. Er kann das möglicherweise erreichen, auch in Frankreich, wie bei uns auch, indem man sagt, es gibt einen Sockel von etwa 5%, dann spricht man schon von Vollbeschäftigung, wenn 5% arbeitslos sind. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die man einfach rausrechnet aus der Statistik, aber jedenfalls viel besser als noch vor 8 Jahren oder so in Frankreich. Und damit wird er sich dann natürlich schmücken wollen, dass er sagt, Vollbeschäftigung unter meiner Amtszeit erreicht. Und man redet eher darüber, welche Bedeutung, welche Rolle soll der Beschäftigung zukommen bei der Finanzierung der Sozialsysteme in Frankreich, bei der Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungen. Welche Rolle soll das spielen? Frankreich im europäischen Vergleich, im OECD-Vergleich, hat eine relativ kurze Wochenarbeitszeit, 35 Stunden nur. De facto ist es aber doch so, dass die alle dann Überstunden machen. Also eher die Verträge bei 39 Stunden liegen in der Woche und dass die aufs Jahr gerechnete Arbeitszeit sogar gar nicht so weit weg ist wie in anderen Ländern, Deutschland etwa oder in Italien.
gleichzeitig die Produktivität relativ hoch ist in diesen Stunden, die gearbeitet wird. Also die kommen irgendwie damit zurecht in Frankreich und sie wollen von diesen 35 Stunden zum Beispiel nicht weg. Das hat den Vorteil, dass sie relativ viele freie Tage dann haben, die sie zu ihrem Urlaub dazu nehmen können. Und da stehen die Franzosen. Ich habe noch eine Frage. Steht der CNR, also dieser Conseil National de Refondation, auch irgendwie im Zusammenhang mit der großen Debatte nach den Protesten der Gelbwesten oder zum Beispiel der Klimakonvention mit den Bürgern, also ein Versuch, partizipative Demokratie zu stärken? Ja, auch in dieser Tradition muss das gesehen werden. Macron hatte ja als Lösung eigentlich dieser großen sozialen Protestbewegung der Gelbwesten die Idee gehabt, eine große Bürgerbefragung zu initiieren, an der tatsächlich durch Frankreich 2,5 Millionen, vielleicht sogar 3 Millionen Menschen teilgenommen haben, sei es über lokale Partizipationsveranstaltungen, sei es über online oder auf Papier ausgedrückte Beschwerdenhefte, ähnlich wie in der französischen, vor der französischen Revolution, sei es in einem großen partizipativen Prozess in Paris. Ein Großteil der Vorschläge, die da tatsächlich gemacht wurden, sind dann auch in den Gesetzgebungsprozess eingeflossen. Und es gab einen zweiten Ansatz, der noch besser organisiert und strukturiert war, über die große Klimadebatte, der große Klimakonvent, wie man eigentlich eine umweltverträglichere, klimaschonendere Wirtschaftspolitik sozialverträglich gestalten kann. Und bei den Themen, die Macron jetzt noch in diese neue Reform Gremium einbringen möchte, steht auch im Mittelpunkt, dass man eben den Konsens entwickeln kann. Die Klimafrage gehört dazu. Ein großes Thema ist auch noch die Frage nach der guten Bildung, nach der Schulpolitik und eine vierte nach dem guten Altern. Auch in Frankreich schlägt der demografische Wandel allmählich durch, weniger deutlich als in Deutschland, aber Französinnen und Franzosen werden auch immer älter. Und die Frage des Umgangs, wie kann man möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben, welche Rolle kommt den Seniorenheimen zu, all das soll auch Teil einer gesellschaftlichen Debatte werden und bietet sich dafür natürlich auch an, da es tatsächlich zunächst mal um ja, allgemeine Diskussionen geht, bevor es in konkrete Reformgesetze überführt wird. Wenn ich von der partizipativen Demokratie oder von diesem Ansatz sprach, ich habe 8 Minuten vor unserem Beginn unseres Interviews eine Mitteilung vom Erziehungsministerium bekommen, wo über die Konzertation in den Schulen gesprochen wird, die angeregt wird, die sozusagen der Conseil de la Nationale Refondation begleiten soll. Und er soll da also auch Anstöße machen. Das ist ja irgendwie auch eine neue Entwicklung. Das gibt ja Chancen, oder? Ja, man muss sehen, wie es angenommen und umgesetzt wird. Wie bei diesem ganzen Reformversuch ist alles mit heißer Nadel gestrickt. Das heißt, wir entdecken das jetzt erst, Sie als in Ihrer journalistischen Qualität heute Morgen, die Menschen in den Ministerien wahrscheinlich gestern Abend oder so. Es kommt alles sehr schnell und es ist die Frage, wie sehr tatsächlich natürlich die Schüler, die Eltern motiviert werden können, sich da einzubringen. Und um diese Frage zu beantworten, wird letztendlich sehr wichtig sein, wie verbindlich die Ergebnisse sein werden. Also kommt davon tatsächlich etwas im Gesetzgebungsprozess dann an? Gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, sich hier einzubringen? Oder bleibt das doch eine Selbstbeschäftigung ein Stück weit? Oder noch viele sagen werden, da ist mir die Zeit zu schade. Aber es ist ja auch interessant, dass man einen Eindruck hat, dass jetzt andere Themenfelder für den CNR gesucht werden. Und wenn das funktioniert, dann sagt Macron, ach, dann können wir ja vielleicht doch irgendwann auch die Rentenreform damit behandeln. Ich glaube nicht, dass er die Rentenreform da reinbringen wird. Er hat auch diese Kämpfernatur, kann man vielleicht sagen, ja, dass er ja schon 2016, 17, wenn wir zurückdenken, als niemand ihn auf der Rechnung hatte, und dann ist er in diesen dynamischen Wahlkampf gestartet und hat gesagt, mein Thema, an das sich keiner rantraut, ist Europa, und hat das frontal konfrontativ gegen die Rechtsextremen gesetzt. Na, alle anderen im bürgerlichen Rahmen der Republik wollten von diesem Thema nichts wissen, weil es im Grunde von den Rechtsextremen bespielt worden ist. Und Macron hat gesagt, wir überlassen das denen nicht. Ich kann auf Konfrontation mit ihnen gehen und und werde das auch gewinnen. Er hat auch damit gewonnen. Und so hat er auch andere Themen immer wieder für sich besetzt, um zu zeigen, dass er ein Macher ist und dass er auch
keine Angst vor der Konfrontation hat. Er hat es damit übertrieben, er hat die Gelbwesten-Proteste gehabt, aber auch hier, nach dem, was wir hören aus den Absprachen mit seiner Parlamentsmehrheit, mit seinen wichtigen Beratern gestern und die ganze letzte Woche, will er diese Rentenreform für sich verbuchen und durchführen, was keinem französischen Präsidenten so richtig überzeugend gelungen ist seit Mitterrand, will er für sich in Anspruch nehmen. Er hat es geschafft, die staatliche Eisenbahngesellschaft, die SNCF, zu reformieren. Er hat die Arbeitsgesetze reformiert und dann auch noch die Rentengesetze. Dann kann er zumindest bei denen, die davon ausgehen, dass es so eine Reformagenda benötigt, wirklich sich sehen lassen. Und von daher wird er sich nicht dazu herablassen, diese Rentenreform tatsächlich in so ein Gremium wie den Conseil National de la Refondation einzubringen. Ich habe noch zwei kurze Fragen. War es eine gute Idee, CNR als Erinnerung an den Conseil National de Résistance als Abkürzung zu nutzen? Nein. Also, da müssen wir ein bisschen aus deutscher Sicht natürlich ausholen, erklären. Das CNR ist jedem Schüler, jeder Schülerin geläufig, weil das im Geschichtsunterricht in Frankreich vermittelt wird, der Conseil National de la Résistance. Während der deutschen Besatzung in der dunkelsten Phase des Zweiten Weltkriegs ist es den Widerstandskämpfern gelungen, sich in Frankreich zu vereinen, zusammenzuschließen. Und zwar sowohl die Abgesandten von de Gaulle, Jean Moulin, der aus London kam mit dem Fallschirm, als auch die interne Resistance, die vor allem von den kommunistischen Parteien dominiert wurde. Unter dem Verfolgungsdruck durch die deutschen Besatzungsbehörden haben die sich zusammengeschlossen und haben es dann geschafft, 1944 ein gemeinsames Programm zu verabschieden, was nach dem Sieg geschehen soll. Und dieses Programm hat natürlich die Besonderheit, dass es in einem sehr schwierigen Moment die Einheit der Nation stiften konnte, indem Kommunisten und Gaullisten, also ganz Linke und ziemlich nationalistische, zusammenkamen und sich geeinigt haben, was nach dem Sieg passieren soll. Und es war im Grunde die Vorbedingung, die Grundlage, um nach dem Krieg nicht direkt in einen innerfranzösischen Bürgerkrieg oder eine Auseinandersetzung zu fallen, sondern zu sagen, völlig unterschiedliche politische Kräfte, ganz links und ganz rechts, die Kommunisten noch dazu stark zu der Zeit von Moskau abhängig, schaffen es trotzdem als Französinnen und Franzosen zusammenzuarbeiten. Und dieses Programm von 1944, das teilweise sogar heute Verfassungsrang hat, die Verfassung orientiert sich daran, war sehr progressiv. Es hat in Frankreich die Sozialversicherung erst eingeführt. Vorher gab es Sozialversicherungsgesetze oder Abkommen auf Branchenebene oder als Abkommen direkt mit dem Arbeitgeber. Es hat weitreichende partizipative Möglichkeiten geschaffen. Es war die Grundlage letztendlich, damit die Frauen überhaupt das Wahlrecht bekommen haben in Frankreich, weil im Land der Menschenrechte hatten die Frauen 1944 noch gar kein Wahlrecht. Und es hat zum Beispiel das Recht auf Arbeit in der Verfassung verankert. Also es gibt nicht nur die Möglichkeit, wenn man die Arbeit verliert, dass man dann Unterstützung bekommt, sondern es gibt in Frankreich ein Recht auf Arbeit, sogar ein Anrecht auf Arbeit. All diese Elemente sind natürlich vor allem bei der politischen Linken im Range eines Monuments, auf das sich gerne berufen wird, seit den 90er Jahren auch in öffentlichen Gedenkveranstaltungen. Und Macron hat einfach die Unverfrorenheit aus Sicht der Linken gehabt, die Initialen, die jede Französin, jeder Franzose kennt, CNR, für sein neues Gremium in Anspruch zu nehmen und damit sich in diese Tradition zu stellen. Und das hat natürlich meine Provokation gegenüber der Linken, von Macron aus eine kalkulierte Provokation. Es hat aber jetzt im Zusammenhang mit der nicht ganz gewonnenen Parlamentswahl dazu geführt, dass die Linke sich völlig klar außen vor hält und an diesem Reformprozess, an diesem runden Tisch, sich nicht beteiligt. Herr Seidendorf, können Sie sich vorstellen, dass wir uns wiedersehen, wenn Macron demnächst die Nationalversammlung aufgelöst hat? Ja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Dann müssen wir sehen, ob wir einen Moment für den Block finden, weil dann wieder alle, die sich sonst nicht so für Frankreich interessieren, an Frankreich interessiert sind und das DFI viel gefragt sein wird. Macron hat schon durchblicken lassen, dass er sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nimmt. Er will keine Lame Duck sein, er will nicht wie Jacques Chirac, der in seiner zweiten Amtszeit als, nee, missverstanden. Er will nicht als Lame Duck wie Jacques Chirac, der nach der Auflösung 1997, als dann auf einmal eine linke Mehrheit
gegen ihn stand im Parlament, der Premierminister Jospin, als Le Roi Fainéant galt. Das dürfen Ihre Schülerinnen und Schüler übersetzen, was das bedeutet. Le Roi Fainéant in seinem Schloss im Élysée. So will er nicht enden, sondern er will zeigen, dass er nach wie vor reformiert. Seine Agenda, die er ja, für die er ja auch wiedergewählt worden ist, von der großen Mehrheit auch wiedergewählt worden ist, dass er die durchführen will. Und er hat deshalb jetzt schon anklingen lassen, wenn tatsächlich lagerübergreifend Links- und Rechtsextreme sich zusammentun, plus Republikaner, um einen Misstrauensantrag gegen seine Premierministerin und seine Regierung einzubringen und den dann auch unterstützen, dass er dann im selben Moment von seinem Vorrecht Gebrauch machen wird und das Parlament auflösen wird. Dann gibt es Neuwahlen und er wird dann natürlich versuchen, die Schuld den extremen Parteien zuzuschreiben, zu sagen, so ist Frankreich unregierbar und ihr bekommt die Quittung dafür, dass ihr nicht mal versucht habt, konstruktiv mit mir zusammenzuarbeiten. Und die anderen werden natürlich sagen, wann immer du willst, gerne Neuwahlen und dann werden wir sehen, wie viel von La Renaissance noch übrig bleibt. Ja, herzlichen Dank, Herr Seidendorf. Ja, danke, ja.